Das Solospiel unterscheidet sich von dem Mehrpersonenspiel. Hier müsst ihr verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad lösen. Manchmal gibt es verschiedene Wege, die Aufgaben zu lösen. Vorbereitung: Du benötigst einen kompletten Farbsatz Zahlenplättchen und einen Spielplan. Platziere die Zahlenplättchen wie auf der jeweiligen Aufgabe angegeben. Spielziel: Die Zahlenplättchen innerhalb der zur Verfügung stehenden Anzahl an Zügen so anzuordnen, dass die Zahlen in allen Reihen und Spalten aufsteigend sind. Unterhalb der Aufgabe ist die maximale Zahl an Zügen angegeben, die du ausführen darfst, um die Aufgabe zu lösen. Regel: Du darfst in einem Zug entweder zwei orthogonal direkt benachbarte Zahlenplättchen oder zwei Zahlenplättchen an gegenüberliegenden Randfeldern, horizontal oder vertikal, aber nicht diagonal, miteinander austauschen.